Herzlich willkommen auf meinem Kanal Herbstblüte, dem Kanal für selbstbestimmtes Wohnen und Leben im Alter. Und heute geht es um deine Finanzen. Ich gebe dir heute Tipps, was du beachten solltest. Und hier kommt der Tipp 1. Prüfe deine Rentenansprüche. Du denkst, du weißt alles? Du kannst zu einem unabhängigen Rentenberater gehen. Oder Rentenberaterin, das würde ich dir ganz, ganz dringend raten. Und nicht zu deiner Rentenversicherung, denn die hat ihre eigenen Interessen. Das ist ja auch alles in Ordnung. Nur vielleicht kann ein unabhängiger Rentenberater oder eine unabhängige Rentenberaterin für dich noch mehr rausholen. Denn die wissen genau, wo man noch eine Verbesserung herausholen kann. Also, schau bei mir bitte auf meinem YouTube-Kanal, denn ich habe bereits dazu ein Interview gemacht mit einer unabhängigen Rentenberaterin. Also, schau einfach mal rein und lass dich überraschen. Tipp 2. Prüfe deine Aktienpakete, sofern du welche hast, weil ja, irgendwann schafft man sich mal Aktien an und dann lässt man die liegen und denkt, naja, die entwickeln sich ja irgendwie von selbst. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass man ja alle paar Jahre zumindest mal danach guckt, kann man vielleicht etwas verändern. Und es gibt auch mittlerweile Leute, die sich komplett auf Senioren spezialisiert haben. Hier nämlich Geldanlagen zu finden, auch Aktien, die eben nicht so risikobehaftet sind. Also, schau mal auf meinen Kanal, auch hierzu findest du Infos. Und hier kommt Tipp Nummer 3. Du bist Vermieter, das ist sehr schön, wenn man aus Mieteinnahmen leben kann. Aber wann hast du das letzte Mal die Miete erhöht? Du hast vielleicht einen Mieter oder eine Mieterin, die dir ans Herz gewachsen ist, weil sie ja schon so lange drin sind, auch so nett sind. Aber du musst immer dranbleiben. Ich erlebe es immer wieder, dass die Leute die Miete nicht anpassen. Also schau zu, dass du anpasst, denn du kannst immer nur begrenzt die Miete anpassen, gemäß den gesetzlichen Regelungen. Und so darf man hier den Anschluss nicht verlieren. Wenn man 10 Jahre seine Miete nicht erhöht hat, dann ist das sehr nachteilig. Also gerade jetzt, wo du noch mehr aus deinem Fundus heraus leben musst, ist es umso wichtiger, darauf zu achten. Und hier kommt der Tipp 4. Vielleicht bewohnst du ein eigenes Haus, das ist auch sehr schön. Und deine Rente sieht nicht so rosig aus. Dann überlege dir, ob du nicht ein Zimmer vermieten kannst. Oder vielleicht kannst du eine Einliegerwohnung kreieren, die du noch zusätzlich vermieten kannst. Es gibt auch Leute, also Fachleute, die sich mit dem Thema Verrentung einer Immobilie beschäftigen. Und das würde für dich bedeuten, dass du in der Immobilie weiter wohnen kannst und du eine Rente ausgezahlt bekommst oder sie teilverkaufen kannst. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann schreibe mir eine E-Mail und ich sorge für entsprechende Connections. Und hier kommt der Tipp 5. Es geht um deine Versicherungsverträge. Wann hast du das letzte Mal deine Versicherungsverträge gecheckt? Wahrscheinlich liegen die Verträge irgendwo gut im Schrank und du hast sie lange nicht mehr angeguckt. Schau mal, ob es nicht Versicherungen gibt, die du kündigen kannst. Brauchst du das wirklich alles noch? Gibt es da vielleicht Versicherungsverträge für deine Kinder, die schon längst aus dem Haus sind? Sowas wird leicht vergessen und kostet nur unnötig Geld. Also guck auf deine Versicherungsverträge und vielleicht suchst du mal einen Versicherungsfachmann an oder eine Fachfrau, die sich für dich mal kostenlos hinsetzt und mal alles durchprüft und checkt, ob du das wirklich noch brauchst.
Ja, und hier kommt Tipp Nummer 6. Prüfe deine Einnahmen und deine Ausgaben. Das ist jetzt ganz wichtig, weil du hast eine veränderte Einnahmesituation, wenn du in den Ruhestand gehst. Also mache dir einen Budgetplan und überlege dir genau, gibt es Dinge, auf die du verzichten kannst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, auch ein Like hinterlässt oder auch deinen Kommentar mir schreibst.